Zeichen. Wir machen weiter in der Welt von Rapture. Und haben eine Trophäe bekommen für ich weiß nicht was. Als stiller Beobachter. Weiß ich nicht, das Spiel hat mich wahrscheinlich in der Pause beobachtet, wie ich mit euch gesprochen habe. Ja, so sieht's aus, Gubbel. Ganz ehrlich. Es gibt halt so viel Mist im Leben, natürlich auch bei mir. Aber man muss doch auch die Sachen machen, die einem Spaß machen. Und genau das ist der Punkt, warum ich zum Beispiel gerne Let's Plays gemacht habe und auch jetzt viel lieber noch Livestreame. Natürlich ist mein Leben auch nicht immer Sonnenschein und ich habe auch Scheißtage. Aber dann mache ich halt abends den Stream an, fühle mich in den ersten 5 Minuten noch ziemlich kacke und dann kommt ihr und heitert mich mit coolen Themen und positivem Feedback und positiver Resonanz halt auf. Und so baue ich euch vielleicht auch auf. Und das ist halt diese Win-Win-Situation. Das heißt, jeder kann sich halt im Leben irgendwo für irgendwas immer einen Ausgleich suchen. Man muss sich halt nur nicht runterziehen lassen. Das würde sie nicht tun, oder? Was ist mit Dylan? Sie hat sich nicht darum gerissen, auf ihn aufzupassen, oder? Sie hat's auf dich abgewälzt. Sie kommt nicht zurück. Dann lass sie halt. Sie denkt immer nur an andere. Bestimmt hat sie etwas Wichtiges zu erledigen. Dann bist du hier jetzt wohl der Boss? Also hauen wir wohl nicht ab, oder? Spanien kann warten. Pass auf, klar, du gehst da wieder rein und lieferst die beste verdammte Peter Pan-Aufführung aller Zeiten ab. Und ich hole deine Eltern. Versprich, dass du wiederkommst. Versprochen. Ja, Maka. Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass genau wie ihr Menschen seid, der Streamer halt ein Mensch ist. Und wenn du vielleicht halt einen wunden Punkt triffst, reagieren natürlich auch manchmal Streamer, mich eingeschlossen, auch allergisch natürlich. Wie gesagt, wenn das natürlich zur Regel wird, dann ist natürlich die Frage, warum supportet man solche Leute? Ich kenne die genaue Situation nicht, Macke. Von daher kann ich da jetzt nicht allzu viel zu sagen, aber natürlich gibt es diese Situation bei Gronkh, gibt es ja auch bei Funk, dass die dann irgendwann mal die Leute anlaffen, wo du denkst, wieso reagiert er jetzt so, wie er reagiert, aber jeder ist halt auch nur ein Mensch. Und ein Mod, klar, ich weiß jetzt nicht, ob noch jemand da ist, kann dir natürlich ganz gerne einmal den Link halt rüberschicken, wenn unten die Links komischerweise nicht gehen. Ihre Gemeindeleiter, Schuldirektoren, Pfadfinderführer und Geistliche werden in dieser Zeit Ihre Ansprechpartner sein. Wenden Sie sich bei Krankheitssymptomen bitte an Sie. Das ist hier alles sehr merkwürdig. Ja, wie gesagt, das geht ja diesen Sonntag dann auch weiter mit DS1. Schon ein bisschen Angst. Was geschieht mit mir? Ja, genau, Thorsten. Genau. Nein, es ist halt eben. Keine Ahnung. Viele Leute sind ja, ich nenne ich mal Stammzuschauer, die sind halt von Anfang bis Ende da und dann gibt es halt Leute, die mal reinsappen. Ist ja absolut völlig okay. Nur, es gibt ja nicht nur einen, der reinsappt, sondern dann hast du, wenn du größer wirst, kommen alle 5 Minuten Leute und die fragen dann quasi dasselbe. Wann kommt DS1? Du antwortest. Wann kommt DS1? Du antwortest. Du kommst DS1, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und wenn dann der 500. im Stream nach 5 Stunden Streamen diese Frage stellt, irgendwann denkst du dir auch, hören die Leute dir nicht zu? Dann kann schon mal eine Antwort patziger ausfallen, als es eigentlich gedacht ist. Und das ist dann halt auch in dem Moment gar nicht so böse gemeint. Klingt dann nur vielleicht genervt. Wie gesagt, von daher, manchmal ist es gar nicht so bös gemeint, wie es vielleicht dann ankommt. Ja, ab und zu hat man halt dann einfach so was Zickiges an sich und zickt rum. Und ich komme hier nicht weiter. Ich bin gefangen von Blumenbeeten. Ich glaube, ich muss da unten am... Ne, wo muss ich denn weiter lang?
Ich komme hier nicht weiter. Weil hier ist alles mit Gas zu. Oder komme ich hier unten durchs Wasser? Nee, hier ist Dead End. Ragnar, komm gut ins Bett. DS1, Dark Souls 1, genau. Ja, das war so das Erste, was irgendjemand auf meinem YouTube-Kanal geguckt hat. Oder was die Leute geguckt haben, besser gesagt. Und deswegen haben die Leute dann auch gesagt, hey, spiel's doch mal im Stream. Das Problem ist einfach, ich hab's halt für mich persönlich damals vor 2 Jahren bis zum Erbrechen gespielt. Ich habe halt Platin auf der PS3 gemacht und dann noch auf der PS3 halt viel gespielt. Dann habe ich gedacht, ich mach's nochmal als Let's Play, als die PC-Version rausgekommen ist. Hab's da dann halt 2,5 Let's Plays gespielt, also über 1,5 Jahre Let's Played, nonstop. Und das heißt, irgendwo war Dark Souls 1 genug für mich. Und wie gesagt, jetzt nach 2 Jahren habe ich es jetzt wieder im Stream mal angefangen, wo wir Sonntag streamen, weil Ähnliches habe ich jetzt mit Dark Souls 2. Ich habe halt Dark Souls 2 Let's Played, ich habe es gestreamt, dann kam Shadow of the First Sin, ich habe es nochmal gestreamt und wie gesagt, jetzt reicht es erstmal mit Dark Souls 2. Geht's ihm gut? Ist okay. Dai, komm schon. Nun gut, ich hole Ihnen eine Tasse Tee. Mrs. Graves, ich muss Ihnen etwas sagen. Lass es, Dai. Haben Sie versucht, das Land zu verlassen? Die Straße ist raus. Hey, Ihnen geht's gut. Sean geht es gut, dem kleinen Dylan geht's gut. Nur das ist wichtig. Allen geht es gut. Nein. Ich brauche Ihre Hilfe. Einige der Kinder sind sehr verängstigt. Darum wollen Rachel und ich das Stück vorantreiben, damit sie beschäftigt sind. Sie sagten neulich, sie spielen Klavier. Würden Sie uns helfen? Ja, ja, das kann ich. Aber Mr. Graves, Robert... Kommt prima allein zurecht. Er ist schon erwachsen. Keine Sorge. Gehen Sie zum Veranstaltungsraum zu Rachel. Sie sagt Ihnen, was geprobt werden soll. Peter Bahn. Danke, Mrs. Graves. Vielen Dank. Schauen. Suchen Sie bitte Reese. Vielleicht braucht er Hilfe. Ja, klar. Na los. So, jetzt bin ich bei dir, Rocket Klaus. Dankeschön. Willkommen im Moped Club, wie es ja auch schon die Leute im Chat geschrieben haben. Willkommen in der Community und viel Spaß mit den Emotes und natürlich danke, dass du mich damit unterstützt. Dies ist eine Meldung des Herbert Bezirks. Ich wollte nur nicht über die Voice Scene gerade labern, aber wir. Bahnverbindungen werden gesperrt, um den Grippeausbruch einzudämmen. Bleiben Sie ruhig und in Ihren Häusern. Ihre Gemeindeleiter, Schuldirektoren, Pfadfinderführer und Geistliche werden in dieser Zeit Ihre Ansprechpartner sein. Wenden Sie sich bei Krankheitssymptomen bitte an Sie. Knacker, komm gut ins Bett. Auch samstags früh raus. Ja, ich habe eigentlich gedacht oder gehofft, dass halt freitags die Leute halt ein bisschen mehr Zeit haben, weil halt Samstag, so, Wochenende und so. Aber anscheinend müssen halt wirklich noch viele arbeiten, was ein bisschen schade ist. Sturm sei gegrüßt. Und hier war ich doch aber schon. Nee, bei der Staffelei war ich noch nicht. Und warum wohnen die hier wie in Flüchtlingscamps? Aber hier ist irgendwas. Wo denn? Also hier noch nicht. Früh raus für die Tiere? Ach, Heu holen. Jetzt habe ich hab neu holen. Ich hab mich immer gefragt, was holst du denn neu für die Tiere? Heu holen. Ja, klar, ich meine natürlich die Tiere, für die schlägt keine Uhr. Das heißt, wer sich um Tiere kümmert, der ist gebunden. Sei es jetzt Hund, Katze, Maus oder auf dem Bauernhof. Die wollen dann halt ihr Futter, wollen raus und was weiß ich noch alles. Das ist halt wie bei kleinen Kindern. Da kannst du nicht viel machen. Wo denn? Hier, da.
sollten nicht rauchen. Nicht in Ihrem Zustand. Ist Stevens schuld. Seinetwegen habe ich wieder angefangen. Ich werde Sie nicht aufhalten, aber das Wetter sieht nicht gut aus. Ein Sturm zieht auf. Das hat Steven auch gesagt. Er wollte zu mir kommen, aber er muss erst ein paar Dinge erledigen. Er glaubt offenbar, dass alles hätte etwas mit ihm zu tun. Ich weiß es nicht. Ich gehe jedenfalls, ob er nun kommt oder nicht. Ich schätze, Steven weiß, wie man die Quarantäne umgeht. Er ist schlau. Das müssen Sie zugeben. Aber vertrauen Sie ihm? Tja, ich liebe ihn. Genau. Also hoffe ich, das ist genug. Statt rauchen. Das hoffe ich auch. So sieht's aus. Hören Sie, falls Sie nicht durchkommen, aus welchem Grund auch immer, ich versammle alle im Gemeindesaal, treibe die Herde zusammen, so in der Art. Ja, ich habe alle Feriengäste versammelt. Sie führen ein Stück auf, Peter Pan. Die Kinder lieben es. Es lenkt sie ab. Haben Sie das gesehen? Wo gehst du hin? Folge dem mal. Weil komischerweise, was haben wir denn da übersehen? An die Leute, die das Spiel kennen, wie viel haben wir denn noch so ungefähr vor uns? Weil hier waren wir ja prinzipiell schon. Das heißt, ich muss hier hinten irgendwas übersehen haben. In ihrem Büro ist sie auch nicht. Ah, hier. Sie wohnen in der Nähe, oder? Ja, im Dorf. Glaubst du, sie ist Mr. Graves suchen? Lizzie weiß, Robert taucht wieder auf, wenn er nüchtern ist. Er kommt klar. Soll ich sie suchen gehen? Nein, schon gut. Komm, ich habe den Kindern versprochen, die letzte Nummer nochmal zu proben. Und dann gibt's Tee für alle. Du bist ihr sehr ähnlich, weißt du? Wie Lizzie. Ich? Nein, sicher nicht. Ich bin bei der ersten Gelegenheit hier weg. Und auch noch Dampfer geworden, Oman Roche Klaus. Ex-Kohlen Klaus. So was höre ich natürlich gerne. Wird jeder, der halt vom Rauchen loskommt, dies ist eine Meldung des Dampfenschaftskomitees für Katastrophenschutz. Straßen und Bahnverbindungen werden gesperrt, um den Grippeausbruch einzudämmen. Bleiben Sie ruhig und in Ihren Häusern. Ihre Gemeindeleiter, Schuldirektoren, Pfadfinder, Führer und Geistliche werden in dieser Zeit ihre Ansprechpartner. Ja, gefühlt war ich hier halt schon. Wenden Sie sich bei Krankheitssymptomen bitte an. Nee, war ich nicht. Hallo, Catherine? Kate, bitte. Elizabeth? Lizzie, ich habe viel von Ihnen gehört. Es ist gut, wissen Sie, Sie und er, es ist nicht schwierig oder so. Sollte es das? Wie bitte? Sie meinten, es wäre nicht schwierig. Warum sollte es das auch sein? Das mit Ihnen und Steven ist lange her und dann ist er weggegangen. Für mich ist es jedenfalls nicht schwierig. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen oder... Das haben Sie gar nicht. Hören Sie, Elizabeth. Ich, Lizzie, bitte. Lizzie. Gut. Sie scheinen ganz in Ordnung zu sein. Und ich möchte wirklich nicht unhöflich sein, aber sehen wir das Ganze einfach realistisch, ja? Also, versuchen wir doch unser Bestes. Das machen die Briten doch so. Ja, das stimmt wohl. Dann tun wir mal unser Bestes. Was ist das für ein Spruch? Echt? Die Briten tun immer das Beste. Halt, ich hab noch ein. Wenn du es heute nicht mehr durchkriegst, fängst du dann noch mit... Nein. Weil dann endet der Stream ja, dass wir das Ding hier nicht durchkriegen. Veranstaltungsraum, bitte. Alle Urlauber zum Veranstaltungsraum. Das ist neu. Ich folge dem Licht. Wo ist das hin?
Also ich gehe davon aus, dass hiernach noch ein Kapitel kommt. Das ist jetzt quasi das vierte. Also das vierte Glühwürmchen, was wir hier haben. Alle Urlauber zum Veranstaltungsraum, bitte. Alle Urlauber zum Veranstaltungsraum. Ich gehe davon aus, dass danach noch eins kommt, weil dann wäre auch der Weg irgendwann zu Ende. Ja, Tidi, der Weg ist nicht sehr offensichtlich gewesen, weil es hier ja auch ein absoluter Kreis war. Deswegen folge ich jetzt einfach mal dem Glühwürmchen. Ich habe was gehört. Ja, da war ich ja schon überall drin. Aber hier will mir das Ding sagen, ich habe was übersehen. Was habe ich denn hier übersehen? Ich war hier drin. Interessante Frage, die ich gestellt habe im letzten Stream, ob sich diese Anomalien, ob die getriggert werden müssen, und die Antwort ist ja ja. Wir waren ja hier drin gerade und da war nichts. Jetzt sind wir tatsächlich, nachdem wir die Infos bekommen haben, wieder hier und jetzt ist hier was. Das war ja die Frage, ob wir auch nochmal zurück in die Arztpraxis sollten, weil wir kriegen ja öfters den Hinweis, geh in die Arztpraxis. Das heißt, es ist entscheidend, wann man tatsächlich an diesen Orten ist. Nicht nur, dass man da ist. Also das heißt, man muss das Ding auch noch in der richtigen Reihenfolge spielen, um alles zu erleben. Und Sternenlicht überall. Wenn du aufwachst, bist du mein. Sternenlicht, Schlaf und Liebe. Schlaf, mein Baby, im schattigen Staub. Wolken und Sternenlicht. Ist bald gezählt. Sind unsere Stunden gezählt? Gehen wir zu Sternenlicht, Schlaf und Liebe. Schläft er? Alles okay, Kleine? Ich bin okay. Gehen Sie schlafen, Charlie. Sie sehen erschöpft aus. So ist gut. Schlaf. Schlaf. Oh. Interessant ist, dass sie sich halt just in dem Moment auflösen, wo jedes Mal das VX-Gas geschmissen wird. Jetzt ist die Frage, ob tatsächlich mit dem Leben
Aber sie lösen sich ja auf. Es gibt ja keine Leichen. Sie müssen sich ja wirklich auflösen. Es ist ja nicht nur das Leben, was verwirkt. Krasser Scheiß. Ja, und damit haben wir die vierte Episode auch abgeschlossen. Nee, genau das versuchen wir rauszufinden, Cor. Das ist mehr oder minder so der Sinn des Spiels. Robin. Der T. Dankeschön fürs Follow. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das wirklich jetzt die fünfte und letzte Episode sein sollte, ob es tatsächlich Kate oder Steven ist. Damit würde sich der Kreis halt letztendlich so ein bisschen schließen. Wenn es jetzt eine komplett andere Person ist, dann vermute ich fast, dass es nicht die letzte Episode ist. Habe ich auf dem Radar, Loopy, King's Quest. Jetzt ist aber ja ein Episodenspiel, ist ja im Moment nur die erste draußen. Steven. Gesagt. Die Daten kommen schneller rein, als ich sie verschlüsseln kann. Zwei Prozessoren sind schon ausgestiegen, einfach durchgebrannt. Bitte, ich liebe dich. Du musst da sofort raus. Es ist nicht sicher. Ich brauche dich, Steven. Ich brauche dich hier. Ich öffne das Tor manuell und lass dich rein. Es ist zu gefährlich. Du verstehst nicht, was hier draußen los ist. Nein, du verstehst das nicht. Wir können das schaffen. Wir können eine Lösung finden. Ich brauche nur mehr Energie. Ich muss das Signal verstärken. Das kann ich nicht alleine. Du hast die Chance gesehen. Du hast alles berechnet. Weißt du noch? Wir sind für all das verantwortlich. Du und ich. Es sind aber nicht mehr bloß du und ich, oder? Gott, Kate, du versuchst, mit ihm zu reden, stimmt's? Kate, das darfst du nicht. Steven, ich muss es tun. Oh je. Das kann ja noch lustig werden. Ja, also King's Quest, wie gesagt, habe ich im Hinterkopf. Ist halt ja im Moment nur die erste Episode draußen. Meistens kaufe ich mir so Episodenspiele erst, wenn alles draußen ist. Mag dieses 2-3 Stunden spielen, einen Monat warten nicht. Ich spiele es dann halt meistens immer komplett an einem Stück, wenn alle 4-5 Episoden draußen sind. Wenn ich hin, der springt nicht an. Es ist nicht weit bis zum Camp. Wir sollten uns trennen. Du holst Rachel und ich gehe zurück zum Dorf und suche Evie. Wir sollten uns lieber nicht trennen. Finde ich auch, Charlie. Aber wir müssen. Wir treffen uns später bei mir, okay? Dann können wir reden. Warum sagst du nicht, was passiert ist? Nein, nein. Du bleibst heute Nacht lieber im Camp. Komm morgen zu mir. Bring Rachel heim. Sie wird ihre Mutter bringen. Meg! Kümmere dich um sie. Meg! Was denn, Charlie? Nichts. Sei bitte einfach vorsichtig. Das werde ich, versprochen. Du auch. Wir sehen uns später. Na dann, gehen wir uns mal zum nächsten. Ja, aber das verstehe ich zum Teil halt nicht, warum es jetzt nicht funktioniert. Habe ich hier was übersehen auf der Fahrerseite? Nein.
So, und wir sind jetzt tatsächlich... You are here. Also quasi fast beim Ende des Weges. Also das heißt, es müsste von dem Weg das letzte Kapitel sein. Ach, nee, jetzt kommt es mit. Es verfolgt mich. Erste Episode ist tatsächlich so lang? Okay. Ja, ich bin jetzt ausgegangen von diesen Telltale-Episoden. Da brauchst du halt ungefähr so 2-3 Stunden für eine. Wo denn? Aber warum bist du dort? Wieso rufst du nicht von zu Hause an? Schwer zu erklären. Ich muss ihm überall hin folgen. Wenn es einen geeigneten Wirt findet, verstärkt es sich. Tut mir leid. Das ist schwer zu verstehen. Im Radio erzählen sie was von der Grippe und Quarantäne. Aber das? Ich weiß, dass du kein Doktor der Medizin bist, aber das klingt alles wirklich seltsam. Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Aber es hat etwas mit neulich Nacht zu tun. Steven, dein Gesicht dieses Mal. Glaubst du, du bist infiziert? Es ist keine Krankheit, Lizzie. Es ist etwas anderes. Kate hat da was über Muster gesagt, aber ich begreife es noch nicht ganz. Okay, komm doch vorbei. Wir essen was und dabei reden wir in Ruhe. Hast du mit Kate gesprochen? Sie hat sich im Observatorium eingeschlossen. Sie steckt bis zum Hals in Daten. Aber es ist schon hier in der Außenwelt. Ich muss sehen, wie es sich anpasst. Wie was sich anpasst? Steven, erklär es mir. Die Zeit ist um. Lizzie, hör zu. Ja. Halt dich bereit. Ich muss los. Es bewegt sich weiter. Ich rufe wieder an. Bin echt gespannt, wie es endet. Links ist irgendwas. Was? Noch eine kleine Motivation. Mach weiter so, Alter. Rocket Klaus, erst noch, oder Satz. Erst subscriben und jetzt dann noch ein Donate. Du bist verrückt, Mann. Einschalten hat völlig gereicht. Zwei Dinge, die absolut optional sind. Verrückter. Dankeschön. Ja, und na klar mache ich weiter. Solange wie ihr zuschaut. Spaß habt, das ist schon Motivation genug. Ja, ich habe so viel Spaß beim Streamen. Ja, das war halt so die Motivation, die mir nachher beim Let's Playen gefehlt hat. Die kriege ich hier halt beim Streamen halt sofort durch euch und deswegen macht es mir auch so viel Spaß, Mann. Dankeschön. Ja, dann gucken wir hier mal rein. Es gefällt dir? Das Haus ist eine Bruchbude. Steven, ich glaube nicht, dass... Das ist ein Abenteuer. Wir können hier Wurzeln schlagen, eine Familie gründen. Bist du sicher, dass sie Kinder haben will und hier bleiben? Sie gehört schließlich nicht hierher. Fang bitte nicht wieder damit an. Ich meine ja nur, sie ist ehrgeizig, Schatz. Und sie ist, naja, älter. Sie wird nicht zu Hause festsitzen und die Kinder hüten wollen. Weil es für dich so mit mir war? Oh, hör auf, Steven. Das habe ich nicht gemeint und das weißt du. Ich sage ja nur, dass du dich entscheiden musst. Wenn du eine Familie willst, ja, du weißt ja, wie sehr Lizzie eine Familie will. Scheiße, Mom, ich wollte keine Eheberatung. Ich wollte nur deine Meinung zu dem beschissenen Haus. Steven Appleton, wie redest du denn? Aber du musst das einfach einsehen. Kate ist die brillanteste, außergewöhnlichste, wunderbarste Person, die ich je getroffen habe. Sie ist wie niemand sonst. Die Art, wie sie die Dinge sieht. Es ist, als hätte sie ganze Welten in ihrem Kopf. Ich glaube nicht, dass du oder sonst jemand das wirklich versteht. Und man darf halt nicht vergessen, dass er eigentlich mit Lizzie noch zusammen war.
und Kate ja eigentlich nur seine Kollegin war und hier jetzt schon ein Haus kaufen wollte. Oder mieten. Wobei die Häuser hier alle sehr komisch gebaut sind. Und ja, es war natürlich aufs Subben, Spenden und Gedöns bezogen. Wie gesagt, einfach zuschauen, das ist das, ne? Der Rest ist optional. Das wollte ich sagen. Ich hoffe, ich habe mich da nicht versprochen. Nein, ich wollte es eigentlich sagen, wie es ist. Subscriben und Spenden ist Pflicht. Gucken müsst ihr nicht. Natürlich. Alter Schwede. Thorsten. Komm gut ins Bett. Ja, Sonntag, der erste genau. Da sehen wir uns dann spätestens. Bis dahin, schönes Wochenende. Aber ich denke, das Spiel wird maximal noch ein halbes, dreiviertel Stündchen gehen. Sagte er, und das Spiel ging noch 3 Tage. Ich weiß es nicht, ich habe es gelesen. Irgendwie 3,5 Stunden in den Playlisten soll es sein. Wie hat den ersten Stream waren es 2 Stunden, heute spielen wir es auch schon fast 2 Stunden. Klar, ich quatsche halt zwischendurch mal und spiele nicht so ganz aufmerksam. Aber nichtsdestoweniger sollten wir uns so langsam dem Ende nähern. Und nicht über die Uptime vom Moped-Bot wundern, das ist so lange der Bot im Channel ist. Wie lange der Bot läuft, nicht wie lange der Stream läuft. Also der Bot ist schon seit 6 Stunden im Channel, der Stream läuft erst seit 2:58. Oh ja, der DS3 Rocket Klaus, da freue ich mich auch drauf. Es gibt physische Veränderungen. Die Schmetterlingsverbrennung ist verblasst, aber ich kann von nahem deutlich die veränderten Poren erkennen. Während ich diese Worte aufnehme, höre ich sie, als wäre es das erste Mal, als würde ich gleichzeitig sprechen und zuhören. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich arbeite mit den Beweisen, die ich habe. Und die zeigen in dieselbe Richtung. Es ist nicht im Observatorium. Es ist in mir. Ja, Kate, kannst du mich hören? Ich hab aus Versehen aufgelegt, Entschuldigung. Ach, da kommt nicht mehr. Ich versuche alles wieder ins Lot zu bringen. Ich habe mich isoliert. Ich bin im alten Bunker am Umschaltwerk. Mach das Band wieder frei. Falls du noch lebst. Ich versuche, mich jede Stunde zu melden. Ich habe sie überzeugt, das Gas einzusetzen. Ich wusste nicht, wie es sonst aufzuhalten ist. Ich konnte sie nicht retten. Kate, es steckt auch in uns. Ich habe Vorkehrungen für mich nach dem Luftschlag getroffen, wenn ich den Job erledigt habe. Und das musst du auch tun. Es tut mir leid. Das alles tut mir leid. Okay, ich ziehe meine Aussage zurück. Es war ja noch nicht mal initiiert von der Regierung, sondern von ihm mit dem VX-Gas. Was? Ich komme hier nicht rein. Krasser Scheiß.
Jetzt ist die Frage, aber die Leute haben sich ja zum... Ja, ich weiß halt nicht, ob sie sich vorher aufgelöst haben oder erst mit dem VX-Gas. Jenny, sei gegrüßt. Nee, hier komme ich anscheinend nicht rein. Oder vielleicht doch. Hier rüber? Nee, ich komme hier in dieses Gebäude nicht rein. Kötmex, sei gegrüßt. Vögel getötet und jetzt ist es in uns. Es versucht mit allen Mitteln, das Tal zu verlassen. Die Quarantäne reicht nicht. Du musst die Träger beseitigen. Du musst ihm die Energiequelle nehmen, seine Nahrung. Ich habe es dir schon gesagt, ich ordne keinen Luftschlag an. Es weiß, dass wir hinter ihm her sind. Es wird sich ausbreiten, so schnell es kann. Die Quarantäne und die Sperre halten es in Schach. Alle Telefonleitungen aus dem Tal sind gekappt. Der Einzige, der raustelefoniert, bist du. Hast du nicht gehört? Es hat andere Wege gefunden. Radiowellen, irgendwas. Die Leitungen sind gekappt, aber die Telefone funktionieren trotzdem. Du hast alles richtig gemacht, aber es reicht nicht. Du musst es aufhalten, bevor es sich erneut Steven. Anpasst. Meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Du weißt ganz genau, was du tun musst. Ich kann das nicht tun, verlang das nicht. Du bittest mich, ihr Todesurteil zu unterschreiben. Meine eigene Familie. Verdammt, meinst du, das wäre mir nicht klar? Ich werde auch noch hier sein, wenn ihr das Zeug abwerft. Erzähl du mir nichts von Opfern, du rückgratloser kleiner Arsch. Wenn du so viele Ideen hast, komm doch her und erledige du das. Sag ihnen, die Zeit, in der wir die Wahl hatten, ist um. Sie müssen es tun. Du musst es tun. Jetzt. Interessant. Die Frage ist, ob wir halt rausfinden, was es war. Und Erzteufel, hast du echt den Eindruck, dass ich mich hier durchquäle? Weil mir macht es Spaß, sonst würde ich es nicht spielen. Ja, es mag sein, dass es halt für dich nichts ist, das ist okay. Aber mir zu unterstellen, dass es mir keinen Spaß macht, das wäre gelogen. Und Dean habe ich gerade schon gesagt, hallo, ne? Sei gegrüßt. Ich hoffe nur, dass es am Ende einigermaßen ein gutes Ende gibt. Also nicht ein Happy End, sondern ein erklärendes Ende. Also A, was es für Lichtwesen sind und B, ob wir sie tatsächlich, also besser gesagt Steven in dem Fall, hätten auslöschen müssen. Weil oft wird ja halt eben eine Gefahr einfach nur eliminiert. Du sagst, es soll da lang, aber ich will da hinten das Haus nochmal untersuchen. Was ist das? Dieses Geräusch hatten wir noch nie. Komisch. Ja, und absolut, dass Spiele halt tatsächlich auch Kunst sein können. Das hatte ich ja am Anfang schon des Streams gesagt, das ist halt The Seventh Whistler. Genau wie Kunst halt nicht jedermanns Geschmack halt ist. Das war aber nicht die allererste Bar, oder?
gut siehst du aus. Erste Bar? Nein, tue ich nicht. Aber danke. Du auch. Und, schon eingelebt? Hier hat sich gar nichts verändert. Ich meine, es ist toll, wieder hier zu sein. Fühlt sich immer noch wie zu Hause an. Auf seltsame Weise. Es ist lange her, Steven. Als du mich das letzte Mal gesehen hast, konnte ich noch richtig gehen. Ich finde, du siehst hübsch aus. Ach, hör auf. Ich will nur sagen, tut mir leid, wie alles gekommen ist. Oder auch nicht. Oder so. Stimmt. Glaubst du, es war ein Fehler, wegzugehen? Meine Mutter sagt, es ist nie zu spät, etwas zu ändern, es wieder gut zu machen. Witzig. Genau dasselbe hat sie zu mir neulich auch gesagt. Ich hatte mich schon gefragt, was sie damit gemeint haben könnte. Das ist ja so peinlich. Tut mir leid. Vielleicht sollte ich gehen. Wieso? Steven, wir sind beide verheiratet. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wieso nicht? Wir sind doch nur zwei alte Freunde, die zusammen was trinken. Daddy, ja, ist eine E-Zigarette. Ich habe vorher 12 Jahre geraucht und jetzt seit 3 Jahren nicht mehr geraucht. Und mit dem E-Dampfen oder dem Dampfmoped, wie wir es hier nennen, hier sind viele Dampfer im Chat, erfolgreich vor 3 Jahren das Rauchen aufgegeben und seitdem am elektronisch Dampfen. Wie gesagt, einige hier im Chat haben auch mit dem Rauchen aufgehört, haben hier Beratung bekommen. Die Mods sind auch alle oder fast alle Dampfer. Von daher, ja. Funktioniert super, das Rauchen aufhören damit. Wisst ihr, welcher Film mir gerade einfällt, wo wir wieder das Thema hatten mit Kunst und muss nicht jedem gefallen? Kennt ihr von Lars von Trier den Film Dogville mit Nicole Kidman? Ich muss sagen, ein sehr grandioser, verstörender Film. Warum? Abgesehen von der Handlung? Dieser Film spielt in einer Lagerhalle. Und alle Requisiten, wie zum Beispiel Häuser, Hunde, sind einfach nur eingezeichnet. Das heißt, mit Kreide auf dem Boden ist der Umriss eines Hauses markiert. Und du siehst einfach die Leute in diesen Kreidemarkierungen sitzen. Das Bellen des Hundes kommt von Tonband und der ist einfach nur auf die Straße gemalt. Die einzigen realen Dinge sind halt die Schauspieler. Ziemlich geiler, experimenteller Film. Also ich muss sagen, am Ende war ich schon etwas schockiert, weil die Story auch noch verdammt gut ist in dem Film. Und klar ist das nicht Mainstream. Na klar wird das auch nicht jedem gefallen. Aber meiner Meinung nach sollte man sich den Film halt mal geben, weil mir hat er gefallen und er wird mir auch immer in Erinnerung bleiben. Und so ist es auch mit solchen Spielen. Natürlich ist es nicht Mainstream. Doch, das tun sie. Du übertreibst einfach. Steven, sie starren mich an. Gestern im Dorf ist diese alte Frau auf der Straße stehen geblieben und hat mich angestarrt, als hätte ich 2 Köpfe. Sei nicht so melodramatisch. Ich fühle mich wie in einem Zoo. Oh, dieser Ort ist sowas von spießig. Keine Ahnung, wie du hier aufwachsen konntest. Tja, damals war ich anders. Und die sind nicht so übel. Na, du hast leicht reden. Gib dem Ganzen hier eine Chance, Kate. Sowas abgemacht. Ein Jahr hier und wir haben eine echte Chance aufs La Silla-Observatorium. Steven! Oh nein, da ist Lantham. Stephen Appleton, dachte ich doch, dass du das bist. Was hört man da über eine Yankee-Braut? Hallo? 2 Köpfe, Stephen. Hi, ich bin Kate. Ja, alles wäre in Ordnung, ich bin Kate. Jawohl. Ja, und Dampfen ist halt bei Weitem nicht so schädlich wie Rauchen. Natürlich nur als Raucher versuchen, mit dem Dampfen anzufangen und mit dem Rauchen aufzuhören. Es findet keine Verbrennung statt, dadurch weniger Schadstoffe. Wie gesagt, das Internet wird mittlerweile auch damit Studien geflutet, dass es tatsächlich so ist. Es schmeckt halt nach den Aromen, die du haben möchtest. Bei mir im Moment Buttermilch Zitrone bzw. Buttermilch Fresh. Was schmeckt wie Cornetto-Eis. Ja, die Räume werden nicht gelb. Der Ragi kommt vorbei. Grüß an den Slessinator und allen anderen. Raginator. So spät noch am Reinschauen. Danke, Ragi. Ragi ist auch zum Beispiel Dampfer.
kommt schon. Ja. Geliebter Steven. Ich weiß nicht, ob du das je hören wirst. Vielleicht bist du doch bei Kate geblieben. Ich kann es dir nicht verdenken. Er ist echt nicht gekommen. Aber ich kann auch nicht auf dich warten. Ich muss jetzt an das Baby denken. Und, naja, ich hätte schon vor langer Zeit weggehen sollen. Jetzt habe ich keine Ausreden mehr, nicht zu gehen. Aber ich liebe dich, Steven, und ich hoffe, du findest deinen Frieden. So oder so. Oh, da kommen Flugzeuge. Was? Okay, das war jetzt schnell. Schreibt mal eure Meinung rein. Ich meine, selbst für die Leute, die jetzt heute nur diesen Stream gesehen haben, mit diesen Flugzeugen, haben wir im letzten Stream rausgefunden, ist VX-Gas halt runtergefallen. Just in diesem Moment lösen sich die Leute in Licht auf. Lösen die sich in Licht auf, weil ihr meint, dass die Aliens die Leute retten? Oder weil die Leute tatsächlich in dem Moment sterben? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Es könnte halt beides sein. Und weil im Umkehrschluss haben entweder die Aliens die Frau von Steven, also Lissy, gerettet, wenn man so will, oder er hat seine Frau umgebracht, weil er den Angriff mehr oder minder hat befehlen lassen. Okay, die einen sagen gerettet. Cass ist der Meinung mit sterben. Ich spreche es mir selbst wieder und wieder vor, im Dunkeln, während ich mit den Fingern kaltes Essen aus einer Dose löffle. Mein Name ist Catherine Collins. Ich bin Catherine Collins. Als könnte ich die Welt zwingen, meine Existenz anzuerkennen. Die Zeit hat aufgehört, real zu existieren. Mir bleibt nur noch die Tage an der Wand zu markieren. Wie eine Höhlenfrau. Alter Schwede. Und interessant ist, dass jetzt auch bei Steven zum ersten Mal diese Bombersequenz halt am Ende nicht Steven getötet hat, sondern tatsächlich seine Ehefrau und wir nicht halt weitergesprungen sind. Sie müssen jetzt zuhören und keine Fragen stellen oder mich unterbrechen, geht das? Ja, sicher. Aber warum rufen Sie an? Das Komitee für Katastrophenschutz stellt das Tal unter Quarantäne. Wir haben einen Grippeausbruch im Dorf. Wir sperren den Bahnverkehr und riegeln auch die Straßen für eine Weile ab. Sie werden es mit ängstlichen Leuten zu tun bekommen, Howard. Also müssen Sie ihnen erklären, dass alles unter Kontrolle und in ein paar Tagen wieder vorbei ist. Okay.
Öffnen Sie das Notfalllager. Da liegen noch Plakate, Schilder und anderer Kram, der seit dem Krieg nicht gebraucht wurde. Nehmen Sie, was Sie für nötig halten. Sie müssen alle unbewohnten Gebäude verriegeln, Plakate aufhängen, sowas alles. Sorgen Sie dafür, dass alles tadellos in Ordnung ist. Sie waren beim Militär, Sie wissen, was zu tun ist. Alle tun ihren Teil und befolgen ihre Befehle. Okay? Ja, schätze schon. Guter Mann, ich wusste, auf Sie ist Verlass. Verdammt, meine Ohren. Was war denn das? Immer hier dieses Observatorium, von dem wir uns eigentlich immer weiter entfernt haben, statt näher hinzukommen. Ich hätte gedacht, das Spiel ist ein Kreis, dass wir eventuell am Ende wieder beim Observatorium rauskommen und da reingucken können. Aber im Moment sieht es ja eher nicht so aus. Ich will zu diesem Observatorium. Christliche Symbole waren tatsächlich im letzten Stream, Loopy. Dass hier der Pastor, wie hieß er, Jerry? Ich habe den Namen vergessen. Der hat ja alle in seine Kirche beordert, also ein bisschen christliche Symbolik gab es halt schon. Aber jetzt nicht mit den Aliens an sich. Mein Pad hat vibriert. Ach, weil ich den Fernseher angemacht habe, oder was? Eieiei. Das ist eine Bedeutung? Nicht wirklich, oder? Na, wenn ich irgendwann mal Platz habe, möchte ich auch eine elektrische Eisenbahn haben. Finde ich irgendwie cool, aber gut, die ist hier jetzt ja noch relativ simpel. Stimmt. Interessant, Fraktale. Sehr guter Hinweis, du hast recht. Das ist auch wieder ein Unendlichkeitssymbol. Stimmt. Ist halt wieder dieses, ne, Unendlichkeitsding. Gut aufgepasst, hast du recht. Könnte Zufall sein, aber natürlich haben wir auch öfters auf den Karten diese Unendlichkeitssymbole gesehen, wo wahrscheinlich halt diese Dinger sein sollen. Echt nice aus. Aber hier komme ich nirgendwo weiter. Und da bin ich gekommen, ne? Das heißt, wir müssen hier runter. Irgendwie wirkt das Spiel gerade bedrückender als vorher, weil, ich weiß nicht, hier ist ein Nebeleffekt, glaube ich, drüber. Ne, seht ihr ja hier auch. Eieiei. Das wirkt halt noch mal ein bisschen bedrückender. Ich bin so müde. Ja, ich hoffe, was heißt ich hoffe? Ich denke, es geht halt nicht mehr so lange. Ding.
der Dieb. Ich wusste, dass du das warst. Hör zu. Nimm, was du brauchst. Aber dann musst du gehen. Du verstehst das nicht. Du darfst nicht in meine Nähe. Als deine blöden kleinen Wildchen und klaust essen. Du warst schon immer ein Arschloch. Jede Sekunde, die du bei mir bist, macht das schlimmer. Ich bin Primärüberträger. Du bist eine echte Schande. Komm her! Nicht anfassen! Geh weg! Was ist dir los? Du kommst her und schluss weg! Hier auf! Hältst dich für was so viel Besseres als wir andere. Bitte kein Körperkontakt! Du, ein dämliches Ami-Vibes-Bild! Sam, auf! Sie ist besser als wir alle zusammen! Ja. Mac! Tani! Mac! Mac! Halt! Nicht anfassen! Bitte versteh doch, es war ein Unfall! Weg von ihr! Los, weg! Nicht wieder! Ich muss das verstehen, es war ein Unfall. Lass ihn einfach! Lass ihn! Was hast du getan, Appleton, du Dreckskerl? Schnell, Charlie, Mac! Charlie, bitte! Da war ja vorher doch noch einiges los. Farm. Hätte ich gedacht, Holzfäller schreibt man anders, aber naja, okay. Sie sind ein verrücktes Huhn, den ganzen Weg herzukommen. Sie wissen doch, Charlie hätte es vorbeigebracht. Was? Damit er mir mit seinem stinkenden Riesenlaster meine Vögel vergiftet? Er sollte damit nicht über diese Wege fahren. Das Ding ist eine Gefahr. Ich glaube, er hatte gehofft, mit Ihnen über Frank reden zu können. Da gibt's nichts zu reden. Hören Sie, Wendy, alle anderen schüchtern Sie vielleicht ein, aber bei mir klappt das nicht. Sie sind 68. Werden Sie erwachsen, reden Sie mit Frank. Wie können Sie so mit mir reden? Geben Sie mir sofort das Futterhäuschen. Versprechen Sie mir, zu Ihrem Bruder zu gehen. Megan Holloway, Sie... Nichts da, versprechen Sie es. Es ist zu Ihrem eigenen Besten, das wissen Sie. Sie sind eine schamlos manipulative und schwierige Frau. Kein Wunder, dass Charlie Sie dermaßen anhimmelt. Kein Wunder, dass ich was? Kein Wunder, dass du nichts zu Ende bringst. Ich hatte doch gesagt, du sollst die Lageraufträge prüfen. Wendy, ein Futterhäuschen für Sie. Ich sage Frank, er soll vorbeischauen. Charlie, steh nicht nutzlos rum und setz den Kessel auf. Mach dich mal nützlich. So. Ja, und in Deutschland gibt es halt tatsächlich Impressumspflicht. Hatten wir auch schon mal vor ein paar Streams das Thema. Ist halt so, ja, dass du nicht halt irgendwelchen Nazi-Propaganda-Scheiß posten kannst und kein Mensch weiß, wie das Ding im Internet gekommen ist. Deswegen Impressumspflicht in Deutschland. Weil, so nachvollziehbar ist, aufgrund des deutschen Telemediengesetzes, wer es halt veröffentlicht hat oder zumindest dafür verantwortlich ist. Deswegen gibt es in Deutschland keine so wirkliche Anonymität im Internet. Dies ist Catherine Collins mit einer Nachricht für die Nachwelt. Es ist vorbei. Ich weiß nicht, wie lange mir bleibt. Was auch immer ihr getan hat, was die Flugzeuge an Bord hatten, es verbrennt meine Lungen. Vermutlich eine Art Nervengift. Ich vermute, dass nur mein Kontakt mit dem Muster mich so lange leben ließ. Ich mache mich auf den Weg zu Turm 6. Ich werde die Signale des optischen Systems vereinen. Ich hoffe einfach, dass ich es schaffe. Prinzipiell, Dexter, mit der Einschränkung hast du recht. Aber sobald du auch nur eine AdSense-Anzeige auf irgendwas schaltest oder ein Werbebanner einblendest, ist es gewerblich. Und ab einer gewissen Größe denken Leute immer über die Monetarisierung nach. Und damit ist es gewerblich und dementsprechend meldepflichtig im Sinne des Telemediengesetzes. Klar, wenn du jetzt dein eigenes Internet-Tagebuch nur für dich persönlich machst, da wird wahrscheinlich nichts passieren, wenn du kein Impressum hast. Hallo. Hallo. Ist da jemand?
gleich irgendjemand. Clive. Clive. Hier ist Stephen Appleton. Bist du da? Kannst du mich hören? Over. Oh, komm schon, Clive, wo bist du? Verdammt! Kate. Kate, hier ist Stephen. Bitte komm, Turm 6. Kate, bist du da? Kate. Irgendjemand. Hallo. Kann mich jemand hören? Hier ist Dr. Stephen Appleton. Ich bin in der Quarantänezone. Kann mich jemand hören? Over. Verdammte Scheiße, nein! Ja, das mit der Meinung und dem, was man im Internet macht, wie gesagt, sollte man heutzutage vorsichtig sein. Viele Personalabteilungen von Firmen machen sich heute kundig über potenzielle neue Mitarbeiter im Internet und googeln einfach mal. Und wenn du da natürlich dann in einschlägigen Nazi-Foren auftauchst, in irgendwelchen Aktivistenklamotten oder vielleicht in irgendwelchen Sexualpraktikforen, die vielleicht nicht so ganz gesetzeskonform sind, kann das oftmals dann zu einer Nichteinstellung führen. Also das heißt, das sollte man in der heutigen Zeit nicht vergessen. Es ist tatsächlich so, dass das Internet meist nie vergisst. Weil was da einmal drin steht, kriegst du nicht so ohne weiteres raus. Wie hat versucht, mal was von Google löschen zu lassen. Das ist eine never-ending Story. Und hier ist einfach noch ein Telefon. Was ist denn? Das ist keine Tür? Das ist doch eine Tür. Da gehen wir nicht rein. Muss ich irgendwie andersrum? Naja, es fängt ja schon damit an. Dass die Leute sich anonym fühlen. Du kommst als bestes Beispiel anonym jetzt hier in diesen Stream. Du siehst den Streamer und denkst dir, der sieht kacke aus, du magst das Spiel nicht. Fängst erstmal an zu flamen, weil du bist ja anonym. Ob diese selbe Person jemals dann in der Kneipe auf mich zukommen würde und einfach dort mir ins Gesicht sagen würde, wenn ich mein Bierchen trinke, du bist kacke, wage ich zu bezweifeln. Wieder dieser Druck auf den Augen. Ich kann die Beine nicht bewegen, mein Gesicht ist taub. Als ich zusammenbrach, wartete das Licht auf mich, fing mich auf und legte mich hin. Jetzt sammelt es sich zu meinen Füßen und beobachtet mich. Die Drucker spucken seitenweise Nullen aus. Es hat auch Angst. Alles ist okay. Alles wird gut. Ich passe auf dich auf. Es ist allein. Es hat Angst. Es ist so weit gereist. Alles okay. Ich kann dir helfen. Wir können jetzt zusammen sein. 10 Sekunden bis zur Signalfunktion. Wir können zusammen sein. 3 Sekunden. 2. Okay. Du siehst kacke aus. Ja, ich weiß, Igelei, aber das muss man ja dann nicht auch immer wiederholen. Bin mir das doch bewusst. Ich weiß, dass ich scheiße spiele, komische Spiele spiele und aussehe wie Elton und Loch im Bart habe. Aber das muss mir nicht jede 3 Minuten einer sagen. Das reicht, wenn ich mir das sage und meine Frau. Wie gesagt, untereinander sollte man doch höflich miteinander umgehen.
Und da konfrontiert man doch dann die Leute nicht direkt immer direkt mit ihren Schwächen, sondern geht erstmal darauf zu, um freundlich zu sein, um vielleicht einen Kontakt aufzubauen. Das funktioniert meist besser im Leben, als zu sagen, ey, du bist kacke. Was? Celeste, du hast eine Wette verloren wegen dem Bart? Der ist so 1886? Was hat die Orla damit zu tun? Bart ist wieder in, genau was Dexter sagt. Richtig. Und in ist das, was ich trage. Fertig. Aber das Thema auch geklärt. Stasi! Komm süß! Ist der Tunnel gesperrt? Es waren keine Züge. Ich habe ein Schild aufgestellt. Der Tunnel, Howard. Ist er gesperrt? Ich glaube ja. Mir gefällt das nicht. So geht das doch nicht. Lass das Gejammer, das hilft keinem. Weißt du, dass du blutest? Was sind diese Kopfschmerzen? Die bringen mich noch um. So hat meine Nase nicht mehr geblutet, seit ich ein Kind war. Aber du warst nicht im Dorf. Nein, ich war die letzten Tage hier oder zu Hause, aber nur mit Clive beim KFK telefoniert. Oder vielmehr es versucht, aber bei diesem Leitungschaos. Aber du hattest keinen direkten Kontakt zu anderen Menschen. Nein, mit keinem. Wovon redest du? Was ist los? Das ist das Muster. Es hat sich wieder angepasst. Es braucht keinen direkten Kontakt für eine Übertragung. Es nutzt das Telefon. Was meinst du mit direktem Kontakt, Steven? Ja, genau. Wie gesagt, no hate, no offense und Kappa. Man kann halt alles übertreiben. Ich meine, wenn ich jeden Satz mit einem Kappa beende, mal einen Witz oder einen Scherz zu machen mit einem Kappa hinter, ist völlig okay. Aber ich kann nicht auch zu irgendjemandem sagen, Alter, du bist ein absolut dummer Spasti-Bauer, aber no hate. Das funktioniert ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Wobei ich hatte, guck mal, 3 Streams vorher, da hatte ich lange Zottelhaare. Ja, nicht ganz lang, aber deutlich länger. Und das ist dann halt auch so ein Bums-Klischee. Kurze Haare. Hat sie. Was willst du von mir hören? Du wusstest, worauf du dich einlässt. Wirklich? Tja, es tut mir leid, wenn wir ihren hohen Ansprüchen nicht entsprechen können, Dr. Collins. Vielleicht gibst du uns gewöhnlichen Menschen mal eine Chance. Was? Gewöhnliche Menschen wie Lizzie Graves? Hast du wirklich geglaubt, ich erfahre das nicht? Hast du vergessen, dass es in diesem Text auf alle Menschen gibt, die mit mir spricht? Kate, es war nur ein Blink. Vergiss es, Steven! Verdammt nochmal! Kate, warte doch! Du! Was mit dir verlobt, Steven? Du hättest sie geheiratet. Oh komm schon, es war nur ein Drink. Warum zum Teufel hast du mich dann angelogen? Weil ich wusste, dass du sauer wirst und wir am Ende streiten. Du musst dich auf das Ereignis heute Abend konzentrieren. Oh, du hast mir also einen Gefallen getan. Wow, hab ich glatt vergessen, mich bei dir zu bedanken. Behandle mich nicht wie eine Idiotin. Du überreagierst. Ich weiß, du bist gestresst. Lass mich. Kate, komm schon, das ist doch verrückt! Was ist das? Es fing gerade, glaube ich, an, ne? In dieser Sequenz. Ist das das Wesen, dass das hier über die Stromleitung rumwubbelt? Weil gerade als wir da waren, war das nicht, oder? Es ist mir nicht aufgefallen. Aber so laut wie es ist, hätte es mir auffallen müssen, als wir da waren. Nee, wir haben uns da umgesehen, es war nicht da. Ja, wobei das, was Lupi sagt, nicht böse gemeint. Lupi, du hast schon vor einer halben Stunde gesagt, noch eine Stunde. Dann wäre ich ja irgendwie...
bin ich vorwärts gekommen. War hier gerade noch zu? Als ich klein war, fand mein Dad einen Fuchs. Er war angefahren worden und konnte nicht mehr laufen. Meine Mutter ist natürlich ausgeflippt. Und er musste ihn in den Schuppen tun. Da war er schon dabei, uns zu entgleiten. Er verbrachte Stunden bei diesem Fuchs. Er erzählte ihm von Italien und den Dörfern, die sie zerbombt hatten. Ich war eifersüchtig, glaube ich. Dass der Fuchs mehr von meinem Dad hatte als ich. Aber er lag im Sterben, das war klar. Und so habe ich mich eines Tages mit einem Sandwich zu ihm geschlichen. Ich war erst 8. Er hat mich gebissen. Ich erinnere mich an die Wut, den Schreck, den Schmerz. Ich lief schreiend durch den Garten ins Haus und meine Mutter bekam Panik. Ich hätte Tollwut. Mein Dad schlug ihn mit einer Schaufel tot. Er wusste es nicht, Sohn, sagte er. Er wusste nicht, dass er dir wehtut. Er ist nur ein armes, dummes, sterbendes Tier. Es weiß nicht, dass es uns wehtut. Oh Gott, hilf uns. Es hat das Tal verlassen. Jetzt ist es überall. 3 Stunden ist es her, dass die Flieger hier waren. Ich habe niemanden über Kurzwelle erreichen können. Langsam glaube ich, dass ich mich ganz furchtbar geirrt habe. Also, das ist gar kein Wutschelwedel-Ding. Hä? Doch. Wenn das jetzt hier nicht das Ende ist, ja, dann gibt's einen Break. Ah. Von denen ich nie dachte, dass ich dazu fähig bin. Aber wenn du glaubst, ich komme mit dir. Kate? Warte. Halt. Kate! Thank you.
Hier spricht Catherine Collins. Ich weiß nicht, ob dies jemals jemand hört. Es ist alles vorbei. Nur ich bin noch übrig. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt da hinspringen. Darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Dann machen wir jetzt aber doch noch kurz eine Pipi-Pause.